Freunde, was geht? Hier ist euer Rap Marek und ich zeige euch, wie ihr God-Modus bekommen könnt, und zwar in der Garage. Das Geile ist, ihr könnt tatsächlich in der Garage ordentlich rumballern und die Leute einer ganzen Lobby verarschen. Ist natürlich nicht gerade chillig für die anderen, aber für euch. Das Ganze habe ich mit Snake gemacht, weil Snake hat mir das gezeigt und er hat das auch ein Video davon von einer anderen Sicht. Ich habe jetzt die Sicht von dem Kumpel, der das machen muss. Und zwar braucht ihr zwei Kumpels leider dafür. Und zwar müssen diese zwei Kumpels euch, die brauchen jetzt auch nicht unbedingt mit einer eure Sitzung sein. Wichtig ist, dass diese Kumpels dann auf Start gehen, auf Freunde und bei euch, also bei dir dann, auf Zuschauen klicken. Das ist in der Beta-Version, aber auf Zuschauen klicken, dann müsstet ihr jetzt in diesem Feld sein. So, dann müsst ihr, natürlich muss euer Kumpel in der Garage sein, der das Ganze durchziehen möchte, wie ihr da jetzt gerade seht. Also Snake möchte das jetzt machen, Snake möchte God-Modus haben, der ist jetzt auch in der Garage. Ihr guckt den zu. So, wenn euer anderer Kumpel, das ist wichtig, dass auch die Kommunikation stimmt, ihr braucht am besten Teamspeak oder sonst was, was am besten dafür klappt. Ihr müsst nämlich ihr müsst jetzt zu zweit, die das jetzt machen mit den Zuschauern, müssen jetzt auf Start gehen. Und dann auf online und eine neue Sitzung finden. Oder beziehungsweise, nee, Sitzung beenden. So ist das, genau so. Sitzung beenden drücken und dann kommt dann die Meldung, wollen sie wirklich die Sitzung verlassen. Und da müssen jetzt die beiden drinne bleiben. So, das Ganze funktioniert am besten mit Teamspeak-Logo, weil man halt besser die Kommunikation haben kann zu den anderen. Denn es ist sehr wichtig, das Timing. Wenn ihr das gemacht habt, bleibt ihr jetzt mal in der Meldung. Euer Kumpel muss auch in der Meldung sein. Und dann zählt ihr runter. Während der eine in der Garage sitzt, der braucht gar nichts machen. So, bei mir, ich bin jetzt in der Meldung drinne. Jetzt muss der Kumpel halt, irgendjemand von euch muss dann bis 13 oder sonst was, keine Ahnung, wie ihr es machen wollt. Auf jeden Fall gleichzeitig synchron auf OK drücken, damit ihr wirklich die Sitzung verlasst. Das ist sehr wichtig. Wenn ihr die Sitzung verlassen habt, könnt ihr, keine Ahnung, entweder ihr freeze oder buggt irgendwo in der Map rum oder so, das kann passieren. Oder ihr fliegt komplett online raus und geht dann in den Offline-Modus, das ist auch nicht schlimm. Aber euer Kumpel, der das Ganze gemacht hat, der befindet sich noch immer in der Garage und hat God-Modus. Das heißt, er kann tatsächlich drin in der Garage rumballern, er kann nicht angegriffen werden und das Schöne dabei ist und das Unfairste dabei ist, wenn irgendjemand anders in der Lobby in die Garage möchte, in diese Garage, wo jetzt auch euer Kumpel da in den God-Modus drin ist und fährt in seine eigene rein, ist das sozusagen, als ob er in den von den Typen, wo der God-Modus ist, da reinfährt. Das ist total abgefahren, weil er nämlich wirklich unfair die Leute alle killen kann. Also wirklich total krass und nichts für schwache Nerven. So, das war's jetzt von mir. Das Ganze ist sozusagen eine Ergänzung für Snakes Video. Ich hoffe, euch hat das soweit gefallen und lasst ein Like da bei mir und natürlich auch bei Snake, der mir das Ganze gezeigt hat. So, das war's. Haut rein, bis beim nächsten Mal. Ciao.